Viele Leute wünschen den Besuch von Dr. Albert Wettstein. Und da geht es häufig um Fragen über die Dosierung von Medikamenten. Die nächste Geschichte ist auch so ein Beispiel. Ich besuche jetzt die Hornussen, den Herrn Zürcher. Er hat sich bei mir gemeldet, weil er ein hartnäckiges Ekzem hat am Fuß, das mit vielen Salben nicht weggegangen ist. Als ich seine Bilder einem Dermatologieprofessor zeigte, hat er eine Intensivbehandlung empfohlen. Ich gehe jetzt schauen, was die gebracht hat und wie er sich in Zukunft behandeln soll. Grüezi, Herr Zürcher. Rittstein, grüß euch. Können wir ziehen? Gerne, ja. Nehmen Sie Platz. Herr Zürcher, Sie haben mir ja berichtet, weil Sie so ein hartnäckiges Ekzem hatten am Fuß. Sie haben mir dann auch Bilder geschickt. Gefürchtetes, chronisches Ekzem da am Fuß, wo ganz viele Salben haben Sie gebraucht und es hat es nichts gebracht. Wann hat das Ganze angefangen? Ja, das hat vor 2 Jahren, im April, hat das angefangen. Und haben Sie einen Auslöser? Ja, ich weiss nicht, ob eventuell das vom Stress herkommt oder. Also sonst habe ich nicht irgendwie etwas Besonderes, wo ich sagen könnte, von dort aus kommt es. Mhm. Ne? Und Sie hatten einen Schuh angehabt, der da immer geklipset hat zwischen dem grossen und dem zweiten Zeh? Nein, ich eben auch nicht. Nein. Jawohl. Ich habe dann das mit dem Dermatologieprofessor besprochen, habe ihm auch die Medikamente gezeigt, die Sie genommen haben. Und ja. Er hat gesagt, das sind schon die richtigen Medikamente. Es ist ein Problem von der Dosis. Ich habe Ihnen ja empfohlen, die Dosis von der Salbenbehandlung aufzusetzen, indem Sie immer die gleichen Socken tragen, 1-2 Wochen lang, wo dann eben tränkt ist durch die Salbe und auch wenn Sie nicht gerade etwas einstreichen, zurück der Wirkstoff wirken tut. Wie haben Sie das empfunden, 2 Wochen lang die gleichen Socken müssen tragen? Hat die Frau nicht reklamiert, der Stinke? Nein, es war gar nicht so schlimm, das Ganze. Ja. Also vom Geschmack her gar nicht. Gar nicht. Jawohl. Und das ist eben schon so, dass wenn eben die Salbe in den Socken hineingeht, dann wirkt er wieder vom Socken zurück. Das ist genau gleich, wie wenn man einen Verband machen mit einem Plastik drauf. Das ist aber nicht günstiger da vorne im Laufen mit dem Plastik. Das ist nicht angenehm. Das geht auch wegen dem Schweißproblem. Hingegen ein Socken lässt das Wasser weggehen. Ja. Und der Wirkstoff hingegen bleibt im Socken und wirkt dann intensiv 24 Stunden im Tag, eine Woche lang. Und das hat bei Ihnen den Unterschied ausgemacht. Genau. Zeigen Sie mir jetzt mal das Bein. Das ist ja tipptopp. Tipptopp so. Und auch da unten ist noch ein paar Sterne, die ein bisschen hart sind. Ja. Der Zürcher ist ein gutes Beispiel, das illustriert, dass bei einer Behandlung immer die Dosis entscheidend ist. Ich werde ganz viel kontaktiert, weil Leute zwar das richtige Medikament haben, aber viel zu niedrige Dosis. Auf der anderen Seite werde ich manchmal kontaktiert, weil die Leute zu hohe Dosis haben und Nebenwirkungen. Das Entscheidende ist, die richtige Dosis zu finden. Und die kann man nie zum Vornherein genau festlegen. Da muss man immer herausfinden, wie viel braucht es, tun sie doch immer wieder zurückgehen, wenn die Wirkung nicht da ist, und mit dem Hausarzt diskutieren, ob die Dosis die richtige ist.